Ich habe natürlich auch das neueste Serum von NO ausprobiert und das ist das Hyaluronserum. Wie ich damit zurechtgekommen bin, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und bekanntlich sehr großer NO-Fan. Also es gibt einen sehr großen No-Ordner inzwischen. Ich habe fast alle Produkte ausprobiert, die neuen Bodylotions noch nicht, die Creme dazu auch noch nicht, dann ein Serum fehlt auch noch, also es sind fast alle, aber ein kleiner Teil habe ich noch nicht probiert und die Bodylotions habe ich auch noch probiert. Wir reden aber heute mal über das Hyaluronserum und ich bin ein großer Hyaluron-Fan. Ich habe mich gefreut, dass das rausgekommen ist, auch wenn in diesem Inhaltsstoff viel zu viel nachgesagt wird. Es gab Zeiten, wo Hyaluron voll gehypt wurde, wo es aber dann immer wieder auch so, so Messungen gab, wo man Probanden das testen hat lassen und die haben dann monatelang Hyaluron verwendet und dann an so Falten halt einfach festgestellt hat, da passiert nicht viel. Also das erklärt der Marek und die Maggie ganz gut in ihrem letzten Video. Ich werde es euch mal unter das i legen. Und da geht es nämlich um Hyaluron versus Glycerin. Und das war für mich natürlich auch sehr ausschlaggebend. Auch so ein bisschen, weil ich liebe ja eigentlich Hyaluron. Bin aber da auch wieder mal so ein bisschen auf Marketingversprechen reingefallen. Auch ich lerne mit euch, auch ich falle auf solche Sachen rein. Nicht alles, was euch die Werbung vorgaukelt, ist halt nun mal richtig. Und Fakt ist, so ein Produkt will ja verkauft werden. Und auch NO haben gute Marketingangestellten, die dieses Produkt natürlich bewerben und die das natürlich sehr gut präsentieren und dass da stellenweise so richtig auf die Pauke gehauen wird, machen Marken wie Face Theory fast noch ein bisschen mehr, finde ich. Ich war immer der Meinung, dass Hyaluron in unterschiedlicher Molekulargröße ausschlaggebend ist, dass man einfach den und den Erfolg mit der Haut erzielen kann. Also kleineres geht tiefer in die Haut, größeres kann mehr Feuchtigkeit ziehen. Aber jetzt hat Marek was gesagt im Video, kleineres wie auch größeres molekulares Hyaluron kann so oder so nicht so in die Haut eindringen, wie das Marketing hinter dem Produkt verspricht. Das funktioniert gar nicht, die sind alle zu groß. Und da spielt es einfach keine Rolle, was man nimmt. Ist vielleicht für die Leute, die auf das niedermolekulare Hyaluron reagieren, wichtig, denn das ist oft sehr unverträglich. Bei mir ist es kein Problem, daher ist es auch ein relativ schwieriges Serum, denn ich habe inzwischen schon mitgekriegt, dass einige Leute auf dieses Serum reagieren, weil eben diese unterschiedlichen Formen an Hyaluron drin sind. Es ist ein Hyaluron drin, endet mit Cross-Polymer. Da spricht der Marek auch davon, das ist so das Interessantere noch für ihn, weil das halt einfach noch in der Lage ist, noch mehr Feuchtigkeit zu binden. Oh, haltet, nagelt mich da nicht so fest, aber ich, wie gesagt, vertrage das und bin halt auch immer noch ein großer Fan von Hyaluron. Ihr könnt euch aber das Geld sparen. Ich habe jetzt erst vor kurzem Hyaluronserum, was ein bisschen mehr kostet, gekauft. Ja, man kann sich das Geld so ein bisschen sparen, um ehrlich zu sein, kann auf ein günstigeres Produkt zurückgreifen, weil da gibt es inzwischen Produkte für 5, 6 Euro. Ich möchte auf das Catrice Serum auf jeden Fall nochmal hinweisen, das werde ich auch noch vorstellen. Diese unterschiedlichen Moleküle, ich habe Schwierigkeiten das zu sagen, diese unterschiedlich
unterschiedlichen Molekülgrößen braucht man beim Hyaluron nicht. Das braucht man definitiv nicht. Und jedes Serum ist nur so gut, auch das Hyaluron, wenn du nichts drauf machst, wie eine Creme zum Schluss, die das, die ganze Feuchtigkeit einschließt, Okklusion nennt man das ja auch, da kann das Serum so teuer sein, wie es will. Wenn du das nicht machst, dann entweicht die Feuchtigkeit wieder. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man halt einfach wissen muss, wie man mit Hyaluronsäure einfach umgehen darf. Und für mich ist es ganz wichtig zu verstehen, man braucht nicht das teuerste Serum. Hier haben wir etwas, was ein bisschen mehr kostet. Ich werde euch auf jeden Fall wieder die Inhaltsstoffe und den Preis einblenden. Aber für diejenigen von euch, die wie ich so ein kleines No-Fangirl sind, die können das Produkt gerne mal ausprobieren. Aber wie schon erwähnt, wenn deine Haut zu Entzündungen neigt, dann kann es einfach passieren, dass das Serum nicht vertragen wird. Ne? Also das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Und das wusste ich selbst auch nicht. Bis das Produkt rausgekommen ist, habe ich so ein paar Sachen über niedermolekulares Hyaluron gelesen und habe halt da sehr viele Stimmen dazu gelesen, dass das halt nicht vertragen wird. Und jetzt weiß ich auch noch dazu, dass man niedermolekulares Hyaluron eigentlich gar nicht braucht. Du musst so ein bisschen auch nach dem Effekt auf deine Haut gehen. Ne? Also wenn dieses Serum für dich so den perfekten Effekt auf deine Haut, diesen Plumping-Effekt macht, dann ist es top. Dann kaufst du auf jeden Fall weiter. Für mich macht dieses Serum nicht mehr wie jetzt beispielsweise das Catrice-Serum. Beispielsweise. Oder jetzt im Moment nütze ich ein 5 Euro Vitamin C-Serum, wo Hyaluron mit drin ist, von Müller. Das finde ich so von der Textur her und wie sich es auf der Haut wie sich es auf der Haut anfühlt, finde ich es fast noch besser wie das. Und da kann man dann mehr oder weniger dann schon nach dem Gefühl gehen, was ja schon sehr krass ist. Also ihr braucht nicht das teuerste Hyaluronserum, ihr braucht nicht diese Molekülgrößen, das ist vollkommen, das ist kein Bullshit, aber das ist Marketing leider. Und ihr könnt wirklich auf das Hyaluronserum zurückgreifen, wenn ihr feuchtigkeitsarme Haut habt, wie ich, das für euch gut ist. Das kann 5 Euro kosten, das kann 10 Euro kosten, das kann 30 Euro kosten. Geld ist ja keine Frage, aber man muss nicht dieses 30 Euro Serum haben, bloß um einen Effekt zu haben. Ne? Und Hyaluron funktioniert nur, solange man es verwendet. Am Abend wäscht man es ja auch wieder runter. Ne? Und es ist nicht das gleiche, wie als wenn dir das unter die Haut gespritzt wird. So viel nochmal dazu, weil da eine Zeit lang halt wirklich ein Hype bestanden ist und man einfach gedacht hat, Hyaluron, was man sich aufs Gesicht schmiert, kann das gleiche erfüllen. Nein, das musst du dir halt dann wirklich unter die Haut spritzen lassen. Dann kann man diese Falten mit Hyaluron auffüllen. Wusstest du das? Hast du auch so ein Hype-Gedanke zum Thema Hyaluron gehabt? Also ich schon. Und klar werde ich jedes neuere Produkt von No auch testen, wenn es irgendwie zu mir passt. Das würde ich mir so jetzt nicht mehr kaufen, weil es für mich einfach nicht genug getan hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht es bei dir aus? Wie bist du mit dem Produkt zurechtgekommen? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Du guckst unter dem i, da findest du weitere Produkte von No. Da habe ich ja einige schon ausprobiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Sei wirklich ehrlich, wenn du mit dem Produkt super gut zurechtgekommen bist, dann schreib das selbstverständlich in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.